Ich weiß nicht, wie ihr euch hier ansprecht. Also bei uns, wir sprechen es immer mit du an. Also wenn du okay ist, dann würde ich es ganz gerne dabei belassen. Keiner sagt was, alle nicken, danke. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Ah, es funktioniert. Ein paar Sätze zu mir. Steffi hatte, oder Frau Denzler, so und Denzler, ich habe das schon gesagt, wir kennen es noch aus Agenturzeiten. Mein Hintergrund ist, dass ich also Mitte der 90er angefangen habe, auf der Mediaseite zu arbeiten, Mediaagenturseite zu arbeiten. Ich bin in so eine Zeit reingekommen, das war so 94, da war das so ganz hip, dass man die Leute mit ganz vielen Werbespots so bombardiert hat. Da gab es dann so Sachen wie Menschen, die im Durchschnitt 60 Mal so einen Ariel-Spot gesehen haben. Ich muss hier rüber. 60 Mal den Ariel-Spot gesehen haben. Und das fand ich damals schon immer ein bisschen komisch. Ich habe mir immer überlegt, das kann man auch irgendwie anders machen. Und wie man das anders machen kann, war dann bei mir damals so die erste Lösung, ich möchte so Medienkooperation machen, ich möchte selber Inhalte entwickeln, ich möchte irgendwie das anders machen, ich möchte so meine Nische finden, mein kleines Einöd, meine kleine Insel, wo ich einfach effektiver oder effizienter mit den Zielgruppen kommunizieren kann. Und das ist eigentlich der Start für mich in die Werbebranche gewesen, dass ich mich sehr stark auf das Thema Sonderwerbeform konzentriert habe. Ich habe dann bei verschiedenen Agenturen gearbeitet, habe dann auch zum Teil eine Agentur in der Agentur gegründet, bei der OMD. Das ist so eine größere Media-Agenturgruppe, die auch zur BBDO und so weiter gehört. Da habe ich mich auch um Sonderwerbeform gekümmert, so im Jahr 2000, bevor ich dann zum Erkennen gegangen bin, so Dinge gemacht wie, wie wirbt eine Zigarette nach dem Werbeverbot 2007? Wenn du keine Möglichkeiten mehr hast, über eine klassische Anzeige, über einen Kinospot, über diese normalen Kommunikationstools, die man so in der Werbung hat, zu kommunizieren. Wo man dann ganz schnell so bei auch wieder Sonderwerbeformen ist, aber auch so bei Themen wie eine Marke über Farbe darzustellen, über Gerüche darzustellen, über besondere Emotionen darzustellen, die nicht so ganz klassisch dieses Geschäft von Werbung widerspiegeln. Dann bin ich, wie gesagt, zum Erkennen gegangen. Und da habe ich ein bisschen zu doll an der Tür von Coca-Cola geklopft und war dann für 8 Jahre bei Coca-Cola als Mitarbeiter, weil sie genau so einen Typus haben wollten, der denen einfach mal zeigt, wie man aus der Klassik, nicht nur mit der Klassik, sondern auch mit Sonderwerbeformen also Werbung betreiben kann. Und habe dann unter anderem die Weltmeisterschaft 2006 betreut, von der Strategie bis hin zu der Exekution. Bin dann Werbeleiter geworden, später Werbeleiter auf Europaebene. Und habe dann 2011 Coca-Cola verlassen, um mein eigenes Modell, mein eigenes Werbeagenturmodell aufzubauen. Und das ist eigentlich, was ich euch heute erzählen möchte. Ich möchte euch heute, funktioniert das? Ja. Ich möchte euch heute eigentlich mal so einen kleinen Appetizer geben über das, was so die Branche gerade, in der Werbebranche gerade viel diskutiert wird. Ein neues Agenturmodell aufzubauen, ein neues Kreativagenturmodell aufzubauen. Und was mich dazu bewegt hat, halt das, was ich heute mache, so zu machen, wie ich es mache. Und mit Leuten wie der Juri, das ist ein Kollege von mir, der bei uns auch arbeitet, entsprechend umzusetzen für Kunden. Was ihr also heute von mir bekommt, ist einmal ganz kurz, was passiert gerade in der Branche, was ist so gerade in den letzten 5 Jahren passiert, was müsste man eigentlich anders machen und wie machen wir es anders? Und da habe ich auch 2 Beispiele für euch mitgebracht. Einmal zum Thema Coca-Cola, das Thema Design und dann nochmal zum Thema Axel Springer Verlag und was man dort an, ja, oder wie man ein solches Modell nutzen kann, um eine neue digitale News-Plattform zu entwickeln. Zum Wie oder warum es notwendig ist, ein neues Agenturmodell aufzubauen. Die Art und Weise, wie wir heute oder wie die meisten Agenturen auch wirklich heute noch arbeiten, Agenturen arbeiten im Sinne von, wie bekomme ich Ideen, ist eigentlich so ein Modell, was schon sehr, sehr alt ist. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist 50 Jahre alt. Vor 50 Jahren haben so die Leute angefangen, mit diesem internen Kreativteam, so ein Texter und dann nochmal so ein Artie, so ein Designer, die zusammengesessen haben und sich dann Werbekampagnen für die Kunden überlegt haben, zu arbeiten. Das wurde dann immer weiter aufgebaut, dann gab es so ganz viele Rollen, Kreativdirektor, Producer, was auch immer, Grafiker, die noch mit reingekommen sind. Und das ist eigentlich so ein Modell, was über die letzten 50 Jahre relativ starr geblieben ist. Was sich verändert hat, ist, dass es immer mehr Player in diesem Markt gibt. Also in den 70er Jahren fing dann so
die Agenturbranche sich ein bisschen so aufzuteilen. Da gab es auf einmal so Direct Response Marketing Spezialisten, PR-Spezialisten. In den 80ern gab es noch Media-Spezialisten dazu. Und alle kamen irgendwie mit ihrer eigenen Struktur, sodass ein Kunde, der dann vielleicht jetzt 2005 oder 2006 eine Kampagne entwickeln wollte für sich, ungefähr 10, 15 verschiedene Agenturpartner irgendwie unter einen Hut bekommen mussten. Du musstest den irgendwie allen beibringen, in welche Richtung marschiert werden soll, was die kreative Leitidee ist, wie entsprechend dann die einzelnen Partner miteinander arbeiten, dass die Strategen von der Kreativagentur genau das gleiche Verständnis haben von dem, wo man hinmarschiert in der Digitalagentur und. Also es ist ein unglaublicher Mess, ein unglaublicher großer Wust an Menschen, den man steuern muss, was dazu führt, wenn ihr mit Unternehmen wie Coca-Cola sprecht oder Beiersdorf sprecht oder Unilever, vom Tag, wo die sich überlegen, beispielsweise eine neue Dove-Kampagne zu machen oder eine neue Nivea-Kampagne zu machen, von dem Tag, wo der Erste den Stift in die Hand nimmt und sich ein Briefing aufschreibt, bis zu dem Tag, wo ihr dann vielleicht es irgendwo als Banner oder als Event oder als Werbespot irgendwo seht, kann das bis zu 18 Monate dauern. Innerhalb von 18 Monaten erfinden wir die ganze Welt neu. Da gibt es auf einmal ein Wein oder was auch immer, ganz neue Tools, die ich dann gar nicht mehr berücksichtigt habe bei dem, was ich da gerade für den Kunden entwickelt habe. Also 18 Monate fühlt sich einfach nicht richtig an. Das andere ist, wenn man mit den Agenturen an einem Tisch sitzt, selbst wenn es dort eine Führung von dem Kunden gibt, die kommen alle so mit ihrem eigenen Habitus rein. Wenn ich jetzt mit einer Digitalagentur spreche und ich sage, Mensch, die Digitalagentur, die soll mir jetzt mal eine Leitidee entwickeln, könnt ihr euch sicher sein, dass am Ende des Tages da eine Leitidee rauskommt, die an erster Stelle digital funktioniert. Wenn eine klassische Kreativagentur kommt, kommt natürlich an erster Stelle eine klassische Kreativagentur-Idee raus. Je nachdem, wer dort auch dann so ein bisschen den Lead hat, wird es entsprechend beeinflusst. Und es wird einfach auch beeinflusst, weil die Agentur noch oft mit ihrem Businessmodell daherkommt. Und das Businessmodell muss finanziert werden. Das heißt, Kreativität ist heute am Anfang ganz selten, dass es neutral betrachtet wird. Ganz oft wird es beeinflusst schon von den Leuten, die ihr einladet, um die Ideen zu entwickeln. Und was sich auch gerade so in den 2000ern entwickelt hat, ist auch so ein regelrechter Exodus, den man sehen konnte an guten Kreativen, die einfach nicht mehr in Werbeagenturen gehen. Denen es eigentlich egal ist, ob ich jetzt bei Mother in London oder Wieden in Kennedy oder wo auch sonst immer als Kreativdirektor arbeiten kann, weil die Möglichkeiten, die ich heute habe, kreativ zu sein, sind ganz andere als vielleicht noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Es braucht nicht mehr als den Laptop hier, um seinen eigenen Film zu drehen, um morgen 2-3 Millionen Likes auf Facebook zu bekommen oder Follower zu haben, auf YouTube irgendwie ein Star zu werden. Es gibt Branchen, wo du viel einfacher dich auch ausleben kannst als Kreative, wie beispielsweise in der Gaming-Industrie, in der Filmindustrie. Und an diese Leute kommt, oder an dieses Potenzial kommt man einfach nicht mehr so gut ran. Oder beziehungsweise einige Leute gehen einem da abhanden. Das bedeutet, wenn man heute kreativ sein will, muss man sich überlegen, wenn wir mal unten anfangen, wie gehe ich auf, oder wo kriege ich meine Kreativität her? Welche Quellen zapfe ich dafür an? Welche Menschen zapfe ich dafür an? Wichtig ist auch, wie ermögliche ich, dass eine Idee sehr neutral betrachtet wird, also auch so aus einer Vielfältigkeit heraus entsteht und nicht nur aus einem gewissen Business Model oder aus einer gewissen Richtung von Agenturen, die ich am Tisch habe. Und es muss mehr und mehr auch sehr agil und modular sein. Es muss mir die Möglichkeit geben, auf die ganzen Veränderungen, die in dem Markt stattfinden, während ich eine Kampagne entwickle, auch wirklich eingehen zu können. Das führt uns eigentlich zu dem Thema dann zum How, wie wir das machen. Für uns ist es wichtig, bei allen Projekten, die wir für die Kunden kreieren, dass wir versuchen, die Art und Weise, wie Kreativität heute in unserer Gesellschaft existiert, zu reflektieren und diesen Prozess, diesen kreativen Prozess, den wir heute in der Startup-Szene beispielsweise haben, für uns auch nutzen. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen. Und das Zweite ist, dass wir versuchen,
eine einzigartige Vielfältigkeit aufzubauen auf den Projekten, die wir für unsere Kunden machen. Eine Vielfältigkeit an Persönlichkeiten, an Expertisen, die die beste Antwort sind zu der Fragestellung, die ich von dem Kunden bekommen habe. Das heißt, wenn wir Projekte bekommen, eins unserer wichtigsten, wir haben drei Prämissen, nach denen wir eigentlich vorgehen. Die erste, die wichtigste für uns ist wirklich, dass wir den direkten Zugang zu Kreativen haben wollen. Zu Kreativen, die sowohl Ideen entwickeln können, wie sie auch umsetzen können. Ich weiß nicht, wie viele von euch so das Agenturgeschäft kennen, aber in vielen Agenturen, in großen Agenturen, habt ihr oft den Fall, dass ihr ein internes kreatives Team habt, was mit den Kunden sehr lange an Ideen arbeitet, bis am Ende meistens auch eine gut getestete Idee da ist. Und dann geht es los, dass man sich die Leute sucht, die das exekutieren können. Dass man dann den Regisseur sucht, den Designer sucht, den Programmierer sucht, die das alles umsetzen können. Das ist immer so ein kleiner Spagat, den ihr dort macht, weil viel von dem, was vielleicht gerade auch in der Technik bereits möglich ist, erfahrt ihr dann vorne nicht unbedingt. Oder von den Ideen, die ihr jetzt gerade vorne entwickelt, da gibt es dann ab und zu so böse Überraschungen, dass bestimmte Sachen, die ihr euch vorgestellt habt, gar nicht so umsetzbar sind oder nur mit unglaublich viel Budget umsetzbar sind. Da ist schon mal ein Bruch da. Das zweite ist natürlich, dass jeder, der am Ende dann noch mit reinkommt, seine eigene Interpretation hat von dem, was ihr da gerade als Idee entwickelt habt. Also ist es für uns wichtig, immer wieder Kreative zu finden, die beispielsweise als Filmregisseur arbeiten und sowohl ihre eigenen Filmscripts schreiben können, wie sie auch umsetzen können. Davon gibt es nicht viele. Das zweite ist, dass wir daran glauben, dass wenn ihr wirklich starke Ideen heute erreichen wollt, dann müsst ihr einfach dafür sorgen, dass ihr die Aufgabenstellung aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln euch anguckt. Dass ihr sowohl einen Blickwinkel aus der Technik heraus beispielsweise habt, aus dem Kunstbereich drauf habt, aus dem strategischen Bereich drauf habt. Und dass es gleichzeitig passiert und nicht in einem linearen Prozess passiert. Also dieses Spiel von unterschiedlichen Experten und auch dieses Wollen miteinander also zusammenzuarbeiten, ist ganz wichtig. Und dann am Ende entsprechend, dass wir sagen, dass wir kontinuierlich uns immer wieder angucken, wo stehen wir jetzt gerade auf dem Projekt und wie sieht das perfekte Team für dieses Projekt aus und müssen wir irgendwelche Player, die wir bei uns drin haben, austauschen oder nicht. Das ist mal die Strategie dahinter. Den Prozess, den wir dafür aufgebaut haben, der lehnt sich sehr an diesem Agile-Prozess aus der IT-Branche an. Ich weiß nicht, ob ihr damit euch auskennt. IT hat mal so in den 70er Jahren angefangen, nicht mehr von wegen, dass du ein Briefing hast, ein Briefing abarbeitest, sondern es ging dann los, dass man halt gesagt hat, man muss das alles so unter diesen Prämissen stellen von, es muss sehr angelehnt sein daran, dass ich schnell auf Veränderungen reagieren kann, ich muss den Kunden involvieren, ich sorge dafür, dass unterschiedliche Experten immer zusammen kollaborieren können und dass der Fokus bei der Teamgestaltung sehr auf der Expertise liegt, der Leute, die sie an den Tisch bringen. Und das bewegt sich kontinuierlich. Also es ist nicht so, dass ihr zum Beispiel da in dem Bereich am Anfang ein Briefing schreibt und dann am Ende kontrolliert ihr, ob dieses Briefing eingehalten wurde, sondern es bewegt sich. Das ist wie so eine kleine Entdeckungsreise, auf der man sich bewegt. Und das passt man dann auch immer wieder an mit den Playern, die dabei sind und mit den Zielsetzungen, die man hat. Den Kompass, den man ausrichtet. Wie so auf dem Meer, beim Segeln sein und die Wetterverhältnisse ändern sich, da muss man ja auch entsprechend immer wieder agieren. Bei uns bedeutet das, dass wir dann für unseren Prozess gesagt haben, wir verbinden strategische und kreative Prozesse. Was man üblicherweise in Agenturen hat, ist, dass man am Anfang eine Kreativstrategie schreibt. Daraus ergibt sich dann ein Creative Briefing, das wird an die Kreativabteilung gegeben, die dann die Ideen entwickelt. Passiert bei uns nicht. Bei uns arbeiten Kreative und Künstler bzw. Strategen und Kreative von Anfang an zusammen, sowohl an der Strategie wie auch an den Umsetzungen. Wir suchen uns halt den Zugang zu Experten und Kreativen, internationalen Experten und Kreativen aus verschiedensten Bereichen. Wir haben bei uns hauptsächlich seniorige Leute, würde man heute wahrscheinlich dazu sagen, Leute, die so alle 15, 20 Jahre Berufserfahrung haben. Hat A was damit zu tun, dass du es dann vermeidest, dass da noch so einen gewissen
ich weiß nicht, sich zu positionieren oder so einem gewissen jugendlichen Alter, man will sich noch positionieren, man will entsprechend seine Meinung durchdrücken. Das sind eher so Leute, die kommen zusammen, weil sie ein sehr starkes Interesse an den anderen Leuten haben, die sie bei uns finden. Und sie kommen rein, weil sie halt diese Neugierde mit sich bringen und das Interesse auch zu lernen mit sich bringen. Interesse zu lernen aus anderen kreativen oder Expertenbereichen. Und das Letzte in unserem Prozess ist, dass wir mit diesen Menschen, die wir dort haben, immer wieder versuchen, so eine kollektive Intelligenz aufzubauen. Sowohl kollektive Intelligenz in einem eher emotionalen Bereich, aber dann auch wirklich in einem eher faktischen Bereich, wenn es um die Arbeit selber geht. Für uns, also dazu dann ein paar Worte zu uns. Uns gibt es seit 2,5 Jahren. Wir haben zwar einen Standort hier in Berlin, haben aber ganz viele Kreative, die auch in Europa verteilt sitzen und sogar mittlerweile Leute, die in Übersee sind. Und ja, wir sind mittlerweile so ein Team von 37 Personen. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals mehr als 40 oder 45 sein werden, weil es auch einfach einen Grund hat, dass du ein solches Modell nur dann wirklich vernünftig aufbauen kannst, wenn die Leute sich vertrauen und sich auch kennen. Und das schafft man nicht mit so einem Crowdsourcing-Thema, wo man dann vielleicht 1.000 oder 2.000 Leute versucht, miteinander zusammenzubringen. Sondern es funktioniert, wenn man so eine kleine Familie aufbaut. Die Expertisen, die wir bei uns haben, sind sehr stark aus dem strategischen Bereich hergetrieben, aber auch aus dem Creative Production Bereich. Ich referiere immer oder ich bilde immer wieder eine Referenz zu Kreativagenturen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber in der Kreativagentur gibt es halt den Creative Director. Kennt ihr den so als Begriff? Das ist ein Halbgott in Schwarz, der eigentlich den ganzen Tag durch die Agentur läuft und sagt, was richtig und was falsch ist, aber sich nicht unbedingt committen muss, das mal schriftlich zu Papier zu bringen, sondern es ist halt so, wenn er das sagt. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben, aber es sind aber eher so Leute, die eher das Ganze auch dominieren. Und bei uns ist ein Creative Producer, wir wollten ihm extra einen anderen Namen geben, weil die sind bei uns mehr so eine Art DJ. Die managen mehr den Prozess. Die verstehen ganz genau, wie so ein DJ, wann sie welche Platte auflegen müssen, wann sie die Kreativen wie ansprechen müssen, damit die arbeiten bzw. Ideen entwickeln. Sind aber nicht unbedingt die, die auch die Musik produzieren oder die Idee produzieren, aber die dafür sorgen, dass am Ende dort ein starkes Konzept bei rauskommt. Das ist die Aufgabe von Creative Producer bei uns. Und dann haben wir halt natürlich sehr viele Experten. Wir haben Design-Experten, die man vermuten würde in einer Agentur, wie Leute, die Audio-Design machen, die Brand-Design machen, Produkt-Design machen. Wir haben aber auch Fashion-Designer mit dabei. Wir haben den Fashion-Designer von Marilyn Manson mit dabei, von BLB, also der, für die das Outfit macht, weil wir finden das halt auch spannend, dass er natürlich mit seiner Fashion immer wieder eine Welt kreiert. Und die Art und Weise, wie er eine Welt kreiert, ist irgendwie bereichernd zu der Art und Weise, wie wir Welten kreieren für unsere Kunden. Wir haben aber auch Leute aus dem Organic Design oder aus der Do-It-Yourself-Szene hier in Berlin oder auch den aus dem Open-Source-Bereich, zum Beispiel der Ronan Kardushian ist bei uns und ist auch einer von unseren Kreativen, also der entsprechend Open-Source-Design entwickelt hat als Konzept. Wir haben dann natürlich einige Leute aus der digitalen Bohem-Szene hier in Berlin, die bei uns mit reinkommen. Leute, die sowohl auch Open Source können, aber auch ihre eigenen Apps entwickeln. Zum Teil auch ihre eigenen Startups haben hier in Berlin im Musikbereich, aber auch im Mobilbereich entsprechend Angebote entwickeln. Wir haben im Bereich Text nicht nur den typischen Schreiber oder Texter aus der Agentur, sondern auch zwei, die Bücher schreiben. Und auch zwei Journalisten, weil wir auch da wieder mit diesem, das interessant finden, nicht immer diese klassische, tradierte Denke zu haben von Agenturen, was Copy oder was Copywriting angeht, sondern damit gerne spielen. Wir haben Künstler mit dabei, Musiker, Fotografen. Im Filmbereich kooperieren wir mit Ridley Scott Associates aus London und Mini Vegas, eine kleinere Produktionsgesellschaft aus Amsterdam. Im Sportbereich haben wir sogar einen amtierenden Degenfecht-Weltmeister, Diego. Und wir haben eine Celebrity-Managerin noch mit dabei. Also es gibt uns halt die Möglichkeit, ihr merkt vielleicht schon so, das sind nicht so unbedingt die typischen Leute, die man vielleicht so in einer Agentur, Werbeagentur vermuten würde. Aber wie gesagt, für uns ist halt diese Vielfältigkeit, dieser Zugriff auf Unterschiedlichkeit ganz wichtig, auf Diversifikation ganz wichtig.
Jetzt seid ihr natürlich wahrscheinlich gespannt, wie wir das dann machen. Also was wir den Kunden immer anbieten ist, wir bieten ihnen halt an, sie zu unterstützen, wenn sie Innovationsthemen haben oder wenn sie etwas verändern wollen. Unser Fokus liegt dabei sehr stark auf strategische Themen, also strategische Themen wie eine Marke neu zu entwickeln oder neu zu positionieren, Produkte neu zu definieren. Die liegt aber auch im Bereich Capabilities. Das definiert sich bei uns wiederum sowohl in der Optimierung von Prozessen für Kunden, wie sie auch intern miteinander zusammenarbeiten, aber sie auch zu trainieren auf bestimmte Marketing-Themen. Und das Thema, aus dem ich eigentlich komme und aus dem die meisten von uns kommen, Kreation und Kommunikation, spielt bei uns fast so eine untergeordnete Rolle, weil wir auch das eigentlich nur dann machen, wenn wir über Innovation sprechen in dem Bereich und ansonsten nicht. Und davon gibt es nicht so viele Themen, wo heute im Kommunikationsbereich viel echte Innovation passiert. Die Kunden beispielsweise oder Projekte, die wir gemacht haben, war für Axel Springer ein digitales News-Produkt zu entwickeln. Das habe ich gleich als Case, den zeige ich euch gleich noch. Bei ProSiebenSat.1 haben wir das Thema Pay-TV neu für die betrachtet, Strategie entwickelt, Prämissen, Prinzipien für den Markt entwickelt, Motivation definiert und denen halt die Strategie aufgesetzt. Für Coca-Cola haben wir ganz viel im Capabilities-Bereich gemacht, wie man entsprechend zukünftig Agenturen führt, wie man Leitideen formuliert für die und dann noch das Thema mit Design, was ich euch auch gleich nochmal zeige. Und bei Red Bull sind wir gerade dabei, das ist ein Kommunikationsthema, da sind wir gerade dabei, für die Konzepte umzusetzen, wie man aus digitalen Social Leads Sampling-Kontakte entwickelt. Also wie schaffe ich, wenn ich jemanden irgendwo im sozialen Netzwerk abgreife, am Ende eine Red Bull-Dose an den Mund zu setzen. Mal, ich weiß nicht, falls Fragen sind, ihr könnt gerne zwischendurch fragen. Nee? Okay. Coca-Cola. Coca-Cola, das war so eins unserer ersten größeren Projekte. Was in solchen Unternehmen meistens passiert ist, die sind ja international tätig, dann gibt es so globale Teams und globale Teams entwickeln erstmal Visionen. In diesem Fall hatten die Kollegen in Atlanta sich die Vision überlegt, wie sie denn zukünftig Design machen wollen. Und das war so getrieben aus dem Thema, dass Design irgendwie nicht wirklich ein integrierter Bestandteil der Marketingabteilung war. Und auf gut Deutsch, eigentlich hat am Abendbrottisch der Marketingleiter mit seiner Frau entschieden, welches Label dann auf die Coca-Cola-Flasche im nächsten Jahr kommt. Und das wollten sie halt vermeiden. Also sie wollten das mehr so zum integrierten Part machen. Und was meistens dann passiert, wenn so ein globales Unternehmen wie Coca-Cola arbeitet und jemanden im globalen Team hat, der eine Vision entwickelt, da fehlen meistens Prozesse und Tools, wie ich das dann auf die Straße bringe. Oder Klarheit, wie ich es dann definiere. Die haben uns also dann beauftragt, sagt uns doch einfach mal, wenn wir jetzt Design zukünftig in Europa umsetzen wollen, nach welchen Prämissen sollen wir das dann machen? Nach welchen oder welche Tools können wir dafür anwenden? Wie setzen wir das am besten um? Den Prozess, den wir da verfolgen, der ist fast auf jedem Projekt gleich. Also wir setzen uns sehr stark am Anfang mit der eigentlichen Aufgabenstellung auseinander. Wir gehen halt zum einen, in diesem Fall geht man halt in die Strategie, in diese Vision rein, guckt sich das an, versucht aber dann auch noch aus dem Markt noch mehr Eindrücke zu bekommen, wo entwickelt sich gerade Design in dem Markt hin? Was sind jetzt gerade so die Themen, die dort besonders diskutiert werden? Was sind so Innovationsthemen, die dort gerade sind? Was diskutiert der Markt? Sind die schlimmsten Fehler von Corporate-Gesellschaften? Also das versuchen wir dann erstmal zu analysieren. Entwickeln daraus dann für uns ein Manifesto. Das bedeutet, Manifesto gehen wir zurück zum Kunden und sagen ihm, wie wir jetzt die Aufgabenstellung sehen. Sagen ihm dann aber auch, was sind denn für uns die interessanten Experten, die wir an den Tisch holen und was ist der richtige Prozess für uns, den wir jetzt nutzen wollen, um für ihn dort Lösungen zu schaffen. Wir haben dann sehr intensive Phasen, wo wir die verschiedenen Kreativen zusammenbringen. Wir haben dann auch Momente, wo der Kunde mit den Kreativen zusammen am Tisch sitzt, um über die Konzepte zu sprechen. Und das Finishing dann entsprechend, dass die Konzepte entwickelt werden und der Erfolg am Ende gemessen wird, das findet dann wiederum wirklich im Core-Team bei uns in der Agentur statt. Bei Coke war das wie gesagt so, wir wollten ja uns das Thema Design angucken und da dachten wir uns, warum schauen wir uns eigentlich immer so die klassischen Designer an? Warum gehen wir jetzt einfach daher und nehmen einfach nur deren Vision und fragen mal so den typischen klassischen Brand-Designer, die ganze Zeit die Labels produziert?
wir fanden es ganz spannend, einfach mal zu sagen, wenn wir wirklich diese Vielfältigkeit an den Tisch bringen wollen, wenn wir das Problem für uns klarer definieren wollen, auch verstehen wollen, wie wir dann auch am Ende das testen wollen, lass uns doch einfach mal von Ipsos den Designer, also das ist auch ein gelernter Designer, reinholen, der für Audi und für Volkswagen die Autodesigns testet. Und dass der mal uns erzählt, wonach, nach welchen Prinzipien er gutes Design definiert oder schlechtes Design definiert. Wir haben dann den Peter Childs, das ist so ein Lead Professor für Product Engineering am Imperial College in London mit reingeholt, der halt aus seiner Warte uns das gegeben hat. Wir haben einen Retail-Spezialisten gehabt, Branding und auch selbst eine Dame, die eine Professorin für Character Design ist. Also für Puppeteering 3D-Design haben wir reingeholt, um einfach mal von denen zu hören. Was sind denn eure Prinzipien? Was glaubt ihr sind die größten Challenges in der Zukunft? Um für uns die Aufgabenstellung besser zu verstehen. Das haben wir dann wiederum genutzt, um einfach mal die Fragestellung neu zu formulieren und dann in dem nächsten Schritt uns zu überlegen, wenn wir jetzt diese Fragestellung haben, was wäre denn jetzt eine interessante Richtung für ein Team, was darauf arbeitet? Sollte das Team eher so aufgestellt sein, dass die eher untereinander sich sehr gegenseitig sehr inspirieren? Oder sollten sie dann vielleicht mehr auch gemeinsam etwas ausarbeiten? Oder sollten sie vielleicht eher miteinander fighten, um zur Lösung zu kommen? Im zweiten Step überlegen wir uns dann, was sind die richtigen Tools? Was sind so die richtigen kreativen Mechaniken, die wir einsetzen, damit sie dann zusammenarbeiten? Und im letzten Step überlegen wir uns, was sind dann die Leute, die wir reinbringen wollen? Und das können dann ab und zu die Klassiker oder die klassischen Leute sein, die man in so einer Aufgabe erwarten würde, wie so ein Designer. Oder es können auch mal Leute sein, die bestimmte Disziplinen substituieren, wie vielleicht nicht den Produkt oder den Brand Manager oder den Researcher von Coca-Cola, sondern jemand, der bei Ipsos Auto Research macht. Das ist so das Spiel, womit wir gehen. Und bei Coke war das so, dass wir gesagt haben, Mensch, also es geht ja darum, auf gut Deutsch Freude für Design wieder aufzubauen, aber das Interesse auch in diesem Unternehmen aufzuwecken, dass alle verschiedenen Abteilungen den Wert von Design wieder besser verstehen. Dass sie halt losgehen und nicht mehr diese komischen Fußbälle, die ihr am Anfang gesehen habt, mit Coca-Cola produzieren, sondern wieder das Hochhalten für das Design von Coca-Cola steht. Wir wollten also alles sehr auf Inspiration anlegen und hatten dann als Tools ausgewählt, die viel mit spielerischen Elementen zu tun hatten, also Collagen zusammenarbeiten, aber auch sehr viel mit Beobachtung. Wie machen andere großartiges Design? Es ging dann bei uns beispielsweise auch so weit, dass wir auch eine Location dazu aussuchen. Und wir sind dann halt ins Michelberger gegangen, weil für uns auch wichtig war, den Coke-Leuten das Verständnis zu geben, dass gutes Design nicht unbedingt immer diese geraden, klaren, slicken Linien sein müssen, sondern Design bedeutet auch so eine gewisse Welt aufzubauen, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Experience aufzubauen, was für uns in dem Fall das Michelberger am besten wiedergespiegelt hat. Und wir konnten auch ein bisschen mit den Räumen, die sie dort zur Verfügung hatten, das auch noch unterstützen, was wir an Tools hatten. Von den Expertisen hatten wir dann Branddesigner mit dabei gehabt am Tisch, Digitaldesigner, Retail-Experten, Leute, die Capabilities trainieren, also Leute, die Trainer sind im Marketingbereich und halt auch den Design-Researcher. Und wir hatten auch bewusst dort auch Leute mit reingenommen, die von Coca-Cola direkt waren, nicht nur unsere Experten. Und die haben dann über mehrere Workshops an Dingen gearbeitet, wie zum Beispiel, was sind so die Kerninsights, die Prinzipien für diese Aufgabe, was sind Umsetzungsideen, Konzepte, wie wir es angehen könnten und wonach wollen wir am Ende den Erfolg bemessen. Prinzipien, die wir dort definiert haben, war uns auch wieder wichtig, dass wir nicht losgehen und dann irgendwie den 300 Seiten mitgeben auf dem Weg, wo dann jeder Brandmanager sich erstmal 5 Tage in sein Büro einsperren muss, um dieses Dokument durchzulesen, sondern es war viel mehr darauf angelegt, auch im Sinne von der Ausrichtung, die Leute wiederum zu inspirieren, den Leuten aber auch Verständnis einfach dafür zu geben. Also ganz klare, ganz klare Leitlinien zu geben, wonach sie gutes Design umsetzen sollten. Und wir haben uns dann am Ende für 3 Prinzipien, sowohl für Design wie auch 3 Prinzipien
für Visual Identity Systems geeinigt. Visual Identity Systems ist das, was bei Coca-Cola immer wieder auf den Labels ist und sich verändert. Also so Weihnachten, Fußball und diese ganzen Sachen. Die Prinzipien, die wir ihnen gegeben haben, waren dann im Designbereich Differentiation, Value, Purpose und bei Visual Identity Play for Flexibility, Clarity und Iconicity. Die kamen jeweils auch nochmal mit Bildern, die das entsprechend dargestellt haben, wofür das steht. Bei Playful Flexibility, da ging es zum Beispiel darum, dass alles, was da an Design, an Visual Identities aufgebaut wird, auch entsprechend verbunden sein muss mit den verschiedenen Kontaktpunkten, die so ein Coca-Cola hat, weil es ist ja nicht nur hier auf der Flasche zu sehen, sondern es sind dann irgendwo Menüboards beim Dönerladen, genauso wie auf den Plakatrückwänden von den LKWs, wie im digitalen Bereich die Banner und. Also es muss miteinander vernetzbar sein. Scalable, es muss etwas sein, was auch wachsen kann. Es sollte nicht ein geschlossenes Ökosystem sein, wenn man jetzt Design, Visual Identities dort aufbaut, sondern es muss größer werden. Es muss den Leuten die Freiheit geben, das auch weiterentwickeln zu können, innerhalb gesetzter Rahmen, dass die Leute auch so ein bisschen spielerisch damit umgehen können und auch enabled werden, also empowered werden, dann entsprechend auch mit diesem Design weiter ihre Bedürfnisse, oder ihren Bedürfnisse ausgerichtet, das weiterzuentwickeln. Es muss natürlich dann auf die verschiedenen Größen extendable sein und am Ende sollte auch dieses Fun-Element dann nicht zu kurz kommen. Was wir denen gegeben haben, war, das ist jetzt der Überblick. Wir haben denen halt Prozesse und Tools am Ende geschrieben. Wir haben den Research Approach aufgesetzt, wie sie quantitativ und qualitativ testen sollen, wie sie die Briefings schreiben sollen. Da gab es dann modulare Systeme und dann ganz den Trainings-Workshop, den wir denen entwickelt haben, um die Leute in Europa zu trainieren, wie sie zukünftig Design umsetzen. Wir waren dann beteiligt natürlich dann auch an solchen Ergebnissen, wo Coca-Cola dann einfach auch diese Prinzipien, die wir genommen haben, einfach mal in ihre Datenbanken mit reingenommen haben und von den, ich glaube, er hat mal gesagt, 15.000 verschiedenen Designs, die da drin waren, 90% rausgeschmissen haben, um sich dann wirklich nur auf das Gute, auf die guten Versionen dann zu konzentrieren. Und wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir dann halt diese Zahlen mit beeinflussen konnten. Das sind so Studien, beziehungsweise so ein Research, den die regelmäßig machen, wo sie sehen konnten, dass zum Beispiel das Gefühl bei den Mitarbeitern jetzt war, dass Design jetzt ein viel mehr integrierter Bestandteil von dem ganzen Marketingprozess ist. So ein Hard Fact ist dann, dass Design Consistency von 20-95% gestiegen ist und. Also ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Und was für uns meistens noch viel, viel wichtiger ist, ist auch gerade das Gefühl, was der Kunde dann aufgebaut hat, wenn er mit uns das erste Mal zusammengearbeitet hat. Und was der Kunde in dem Fall uns bescheinigt ist, dass gerade durch dieses Modell es für ihn einfacher war, nochmal das Thema, was er dort hat, neu, aber auch tiefer zu betrachten. Und durch diesen Spiel an verschiedenen Expertisen einfach zu anderen Ansätzen, frischeren Ansätzen gekommen ist. Das war Coke. Fragen? Nein. Ja? Das ist ja eine völlig neue Arbeit, die Agentur mit einem klassischen Unternehmen. Was viel mehr Zeit braucht, auch von Seiten des Unternehmens selbst, sich mit dem machen das einfach so mit. Das erstaunt mich immer wieder. Ich meine, Sie sind ja gewohnt, das auszulagern, deswegen haben wir hier die Agentur. Ja. Und jetzt sollen Sie plötzlich mit der Agentur zusammenarbeiten. Das ist ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Wir kommen eigentlich meistens dann rein oder ein gutes Gespräch, wenn es bei denen richtig wehtut gerade. Wenn sie halt mit ihren Wegen nicht mehr weitergekommen sind. Also wenn da so eine Marke da niederliegt und da sind jetzt schon 10 Agenturen, haben sich schon dran versucht und keiner hat es hinbekommen. Und dann sagen sie, okay, machen wir jetzt das Ding zu oder versuchen wir es nochmal komplett anders? Dann kommen wir rein. Wir kommen aber zum Teil auch rein, wir sind ja auch so ein Stückchen weit, dass wir das dekomplex, diesen Prozess. Und wenn man einen Kunden auf der anderen Seite hat, der ein sehr starkes Interesse gerade in diesem Prozess hat, in diesem Kreativprozess, dann bieten wir ihm eine Möglichkeit, den auch viel mehr direkt zu beeinflussen. Und da sind dann die Leute mit dabei. Wo es schwieriger wird, ist mit Sicherheit diese klassischen Kampagnen, wenn es darum geht, den neuen Bauer-Joghurt zu bewerben.
Ja, oder neuen, zum Teil auch einen neuen Volkswagen. Da haben wir mit so einem Modell, genau was Sie sagen, erstmal diese Hürde zu überwinden, oh, das ist ja ganz anders, ich habe doch hier meine Prozesse. Also wenn die zu Hause wenn es zu Hause nicht wehtut, dann holen sie uns meistens auch nicht, sondern die holen uns, wenn es zu Hause richtig wehtut. Und wenn sie merken, ich muss da einfach mal anders rangehen an das Thema. Was dann, und solche Projekte, gerade bei großen Unternehmen, da gibt es immer so, man nennt sich dann so gerne Challenger-Projekte, wo die einfach das auch mal gerne ausprobieren auf neuen Produkten, auf neuen Themen für das nächste Jahr. Und da haben wir eine gute Möglichkeit, da anzusetzen. Was für uns noch ein bisschen spricht, ist gerade, dass wir mit diesem Team an sehr seniorigen Leuten zusammenarbeiten und die sich zumindest darauf verlassen können, dass die Leute schon alle mal richtig gute Arbeit geliefert haben. Also, dass da am Ende auch was rauskommt, was auch umsetzbar ist und nicht nur so aus der Luft gegriffen ist. Keiner? Nee. Da ist noch jemand. Wie schnell stößt man dann bei so einem kreativen Prozess bei so großen Unternehmen an seine Grenzen? Also ich habe es gerade gemerkt beim Pitch. Also natürlich, ich hatte jetzt gerade so einen Pitch und voller Elan, internationaler Pitch für eine große digitale Marke. Wir sind durch diesen Request for Information Prozess durchgegangen, haben uns gegen so ein paar von den super kreativen Agenturen entgegengesetzt. Kam der Kunde dann um die Ecke, ja, wir haben nur 3 Wochen, bis ihr die Ideen präsentieren könnt. Funktioniert bei uns nicht. Also ich brauche mit Sicherheit 6 Wochen, weil ich arbeite ja mit einem freien Team, diese Leute zusammenzubringen, dieses Manifesto aufzubauen, dass sie es gut verstehen. Wenn sie aber erstmal dann laufen, dann sind sie viel schneller als eine Agentur. Aber dieses Thema mit der Zeit, das ist so eine Grenze, die ich gerade so gemerkt habe. Noch jemand? Dann zeige ich nochmal kurz das Axel Springer. Ja. Kann man, das sind ja wahrscheinlich dann Menschen, die relativ generalistisch arbeiten können. Auch. Kann man das irgendwie umlegen auf den Arbeitsmarkt, was jetzt im kreativen Bereich betrifft? Kann man sagen, dass es gab irgendwie diese Zeit, wo ganz klar mega spezialisiert wurde, auch in Hierarchien oder eingeteilt. Kann man sagen, dass sich da die Kreativbranche allgemein so ein bisschen verändert und dass dann wieder mehr Generalisten kommen? Ich würde Generalisten würde ich jetzt nicht unbedingt beschreiben wollen. Also die Leute, die wir immer so suchen, da schauen wir halt so ein bisschen drauf, dass sie so ein gewisses Interesse für Vielfältigkeit mitbringen. Das zeichnet sich beispielsweise so ab, dass bei uns jemand dann halt mit dabei ist, der Sprachdesign, also wie spreche ich mit meinen Kunden, entwickelt. Auf der anderen Seite schreibt er Kinderbücher. Also zumindest so ein unterschiedliches Interesse mit dabei hat. Oder wir haben bei uns einen halb Japaner, halb Italiener in Franken aufgewachsen, in Mailand studiert, in Tokio 10 Jahre weiter studiert, Kunst gemacht und Research Company aufgebaut im qualitativen Bereich. Von dem ist ein Stück Kunst in der permanenten Ausstellung vom Centre Pompidou und er macht bei uns Research. Und der bringt so halt auch diese Denke wieder. Der kann ganz anders, also der macht dann so qualitative Workshops, wo er ganz anders auf die Leute eingehen kann. Mit denen arbeiten kann. Also es ist eher, ich glaube, es ist dieses Spezialistendenken, dieses reine Spezialistendenken. Ich bin jetzt nur in meiner einen Schiene drin, das nicht mehr so gefragt ist, sondern so dieses Öffnen. Zumindest das Öffnen für andere Bereiche und das Interesse haben, sich damit zu verbinden, etwas Neues entstehen zu lassen. Aber ist es da nicht auch vielleicht genau, oder wo ist da der Punkt, wo man merkt, dass es gefährlich wird, dass es nur so Halbwissen ist? Also ich verstehe schon, diese Denke zu haben, das Ganze miteinander verbinden, aber... Das kann man natürlich ganz... Ich sag mal, das kann man einfach sehen. Also wenn ich einen Filmregisseur habe, der sowohl seine Filme macht, aber auch seine Werbefilme macht, dann sieht man einfach an der Art von Arbeit, die er geliefert hat, ob er sich da verzettelt oder ob da was Neues entsteht. Eigentlich ist es immer eher eine Frage vom Typus, was dieser Typus Mensch auch an einem Qualitätsbewusstsein mitbringt für das. Also jetzt... wäre es fatal zu sagen, ich muss mich von vornherein auf diese 2 oder 3 Felder konzentrieren, damit ich zukünftig was mache. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt ein guter Filmregisseur sein, aber bin trotzdem dafür offen, was vielleicht im digitalen Bereich, im Viral-Geschäft
oder ich bin an Lösungen für so ein Tool wie Vine interessiert und entwickle selber mein Kram und spiele damit. Ich glaube, wenn du einmal wirklich richtig gut bist in einer Sache, die du kannst, dann wird es einfach auch neue Sachen dir dazu zu addieren. Und diese Techniken, diese Art und Weise, wie du arbeitest, dann auch was anderes zu projizieren. Nur, dass du das mitbringen musst, das ist wichtig. Und dass du das vielleicht auch schon 2-3 Mal gemacht hast und schon mal 2-3 Mal mit anderen Kreativen, anderen Experten am Tisch gesessen hast und da was gemeinsam entwickelt hast. Das ist ein gutes Zeichen für uns, zu sagen, dass das ein Typ ist oder dass eine Frau ist, die wir ganz gerne mit dabei haben wollen. Vor allen Dingen ist es vielleicht auch, sag ich jetzt mal, A, die Neugier, die du gerade geschrieben hast. Und das Zweite, glaube ich, ist Mut und Risiko, nicht immer das Gleiche nochmal zu machen. Ne? Weil wir hängen ja auch fest in einer Welt. Wenn das gut funktioniert, oh, dann mache ich das nochmal 10 Mal, dann kann mein Chef auch mir meinen Stuhl nicht wegreißen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich was anderes mache, was Innovatives, bin ich natürlich angreifbar. Weil das kann nach vorne losgehen, nach hinten losgehen, das Innovative ist einzigartig. Und man muss dann auch bereit sein zu scheitern. Und ich glaube, das haben große Leute auch die Bereitschaft, auch mal zu scheitern oder etwas anders zu machen, ohne immer den safen Weg zu gehen. Und ja, und das ist auch für uns so ein Gradmesser. Weißt du, so ein Gradmesser, wir müssen hochwertige Qualität einfach liefern, weil genau das, was du sagst, ich motiviere die Leute nicht über Geld, das geht gar nicht. Also die verdienen bei mir nie und nimmer so viel, wie sie in ihren eigenen Jobs verdienen würden. Es geht rein, was du sagst, es geht um diese Neugierde. Ich will noch mal sehen, wie der das macht. Ich möchte mal mit denen zusammenarbeiten. Und da müssen wir von uns jetzt auch schon mal sehr vorsichtig sein, mit was für Leute wir dann reinbringen. Wir haben jetzt das erste Mal 2 Junioren reingeholt dieses Jahr. Und bisher ansonsten nur mit Leuten zusammengearbeitet, die so 10, 15, also in dem Kreativbereich, nicht im internen Team, aber im Kreativbereich, Leute, die schon sehr lange mit dabei sind. Also wir haben Menschen, wie gesagt, der Ron Kardashian ist mit dabei, wir haben aber auch den Executive Producer von den MTV Award Shows in Europa mit dabei, der da reinkommt. Und das ist eine Klasse an Menschen, die du nicht mit einem Junior unbedingt oder mit jemandem, der sich da verzettelt oder einfach mal seinen Willen Kram macht, verbinden kannst und dass er das nächste Mal auch noch vorbeikommt, dann ist er weg. Ja? Noch eine Frage, was versteht ihr eigentlich unter Kreativität? Ist das eine andere Form von Kreativität, als wir sie in klassischen Agenturen haben? Was verstehen wir unter Kreativität? Bei uns ist wirklich das Spiel, also wir glauben an die Kreativität als ein Spiel von Unterschiedlichkeit. Von Vielfältigkeit, von Persönlichkeiten, die auf ein Thema aus sehr vielen verschiedenen Richtungen draufschauen können und bereit sind, die Richtung von anderen Leuten mit zu respektieren und mit ihnen gemeinsam etwas Neues zu entwickeln, aus dieser Vielfältigkeit. Das ist für uns die Kreativität. Also Vielfalt und integrierte Vielfalt. Ja, genau. Ich zeige, wenn... Habt ihr noch Fragen? Dann zeige ich kurz nochmal so als Gegenbeispiel Axel Springer. Das zeigt dann auch die Unterschiede in dem Prozess. Bei Axel Springer war das so, dass sie uns beauftragt haben, die wollten ganz gerne mal wissen, wenn ich jetzt so ein News-Produkt 3.0 oder wie man auch immer das nennen will, also wenn ich besser sein will als der Huffington Post, was sind so die richtigen Motivationsfaktoren, was sind so die richtigen Prämissen, Insights, auf die ich zugehen muss, um dann entsprechende Strategie und Produktkonzepte zu entwickeln. Und das ist genau die Aufgabe für uns gewesen, dass wir da auch dann wieder uns angucken sollten, wie die Prinzipien, die primären Treiber für digitale News in der Zukunft aussehen, wozu wir dann so einen globalen Research auch gemacht haben. Und daraus haben wir dann halt eine Strategie entwickelt und daraus haben wir dann 3 Prototypen, Produktkonzepte grob definiert, grobe Designs definiert, Ideen definiert, wie so ein Newsroom in der Zukunft aussehen soll. Auch hier sind wir wieder durch unseren Prozess durchgegangen, wo wir uns halt am Anfang das sehr genau ansehen. Und in diesem Fall war das so, dass wir die Fragestellung nochmal durchleuchtet haben und diese Motivations- und Qualitätsfrage nochmal durchleuchtet haben, indem wir ja erstmal die Plattform, die es da draußen gibt, analysierten. Aber dann auch mal so einen Vergleich aufgeführt haben, weil so der deutsche Blogging-Markt schon sehr unterschiedlich ist von dem, was so im angelsächsischen Markt passiert. Auch andere Motivationen zum Teil dahinter liegen beim Blogging. Uns angeguckt hatten, dann haben wir sehr viele Interviews gemacht. Interviews gemacht mit sowohl erfolgreichen Blogging-Plattformen in den USA, in Italien, in Deutschland, in England.
aber auch mit Leuten, die Programmierer sind, Designer sind, SEO, SMO, SEA-Spezialisten, Celebrity Manager, weil wir das auch ganz interessant fanden, mal das Thema Celebrities beim Blogging einfach mal so zu berücksichtigen, wie man damit auch vielleicht arbeiten kann. Und haben dann am Ende entsprechend ein Kollektiv aufgebaut, das so aussah. Beim anderen war noch sehr stark auf Imagination, hier war Confrontation, weil aus dieser ganzen Analysephase am Anfang gab es so bestimmte Punkte, wo wir gemerkt haben, da passt die Innenansicht eines Axel Springers nicht zu dem, wie eine Außenansicht in dem Markt funktioniert. So ein klassisches Verlagshaus kommt noch sehr stark aus dieser Lektoratsdenke beispielsweise, dass ich, bevor ich einen Artikel rausgebe, der nochmal geprüft wird auf Richtigkeit, ob das passt, ob da irgendwelche Fehler sind. Funktioniert natürlich im Blogging-Geschäft überhaupt nicht. Und gerade um so etwas dann, um diese Punkte, die da waren, zu überspringen, haben wir gesagt, wir würden ganz gerne etwas auf Konfrontation aufbauen. Und wir würden das ganz gerne machen, indem wir das Thema sehr stark gemeinsam mit den Experten, die dort waren, nochmal neu analysieren und so ein paar Modelle denen hinwerfen. Modelle hinwerfen, die dann einfach mal diskutieren sollten mit Leuten, die aus sehr verschiedenen Richtungen draufschauen. Wir haben dann zu den Workshops eingeladen, Journalisten, IT-Leute, die vom Kunden waren, Open-Source-Leute von uns, Branding-Spezialist von uns, Celebrity-Manager von uns, Digital-Designer vom Kunden und von uns, SEO und SMO war aus der Agentur des Kunden, und dann hatten wir noch einen Blogger und auch jemand, der Bücher schreibt, mit am Tisch. Also Journalisten und Blogger mal so zusammenzubringen, ist schon lustig. Und wir haben dann mit diesen Teams dann auch wirklich wiederum die Insights definiert, die Prinzipien, Prototypen grob besprochen und exekutionelle Guidelines dann beschrieben für den Kunden. Und das dann, das was wir am Ende rausgekriegt haben, da kann ich euch leider jetzt nicht zu viel zu sagen. Der Kunde meinte letztens zu mir, was sie jetzt damit machen, ist beispielsweise ihre Mergers und Acquisitions umzusetzen, weil er jetzt ganz genau weiß, wie sollte ein Newsroom in der Zukunft aussehen und wer kann mir die Software dafür bieten auf dem amerikanischen Markt, um sowas dann zu machen. Aber wir sind dann, wie gesagt, wir haben ihn einen globalen Research gemacht, der dann sehr ausführlich war, alle Marken, alle verschiedenen Plattformen betrachtet, die Motivation beschrieben, ihm die Prototypen entwickelt, ihm am Ende einfach eine Liste von ganz klaren Erfolgskriterien gegeben, an denen er dann seinen zukünftigen Erfolg messen kann. Und hatten dann sogar noch ein paar Ideen als Extras, wie man an Leute, an die neuen Journalisten herankommen sollte und wie man das am besten auch verkauft. Und wie gesagt, ich kann euch da jetzt nicht zu viel zu zeigen, weil es sehr vertraulich ist. Aber was uns dann auch wiederum bestätigt ist, auch er, genauso wie der Kunde von Coca-Cola, schreibt uns dann wieder zu, dass wir einfach durch dieses Modell wieder tiefer in die Insights reingucken können, uns Projekte oder Aufgaben von verschiedenen Richtungen anschauen können und darüber halt neue Ideen entwickeln. An dem Projekt? Also wir waren in dem Raum, du warst noch nicht mit dabei, aber wir waren an dem Kreativworkshop, ich würde mal sagen so schlapp 12, 14 Leute. Die haben wir dann in drei Gruppen aufgeteilt. Wir haben im Februar angefangen und waren im Juni fertig damit. Das ist ja, genau, eigentlich so. Den Zeitraum. Ah. Also den Wert, den könnte ich jetzt natürlich definieren von sowas. ja, man bewegt sich da schon so im sehr oberen fünfstelligen Bereich. Also oberen 10.000er Bereich beziehungsweise im unteren 100.000er Bereich für solche Sachen. Es ist ja immer die Aufgabenstellung. Also wir machen jetzt auch gerade was für ein sehr kleines Unternehmen, was so 6 Events in Deutschland veranstaltet im Jahr, wo du dann einfach ein anderes Team dann dir überlegst, was du draufsetzen kannst. Oder sagst, okay, dann machen wir erstmal nur Teile davon, die wir da für euch anbieten. Hättest du jemanden, der gerade das braucht, ein kleines Unternehmen? So,
Sonst noch Fragen? Ansonsten, falls ihr Vielfältigkeit mögt und auch mal Interesse habt, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, besuchen immer. Gerne bewerben. Ich meine, die Teilungslandschaft befindet sich ja irgendwo im Trainer. Ja. Vorderster Front. Durch den Verkauf. Und den Versuch, das neu zu starten. Was ich jetzt hier sozusagen andeutungsweise gesehen habe, ist ja sozusagen das klassische Modell eines vernetzten Medienunternehmens. Jetzt in dem Fall von Axel Springer oder jetzt von uns? Von Axel Springer. Ja, ja. Genau. Aber immer noch mit sehr vielen verschiedenen Abteilungen, die auch alle erstmal zusammenarbeiten müssen. Ja, das war jetzt die Frage. Das bedeutet ja im Grunde genommen eine völlig neue, also das, was Springer ja anstrebt, sozusagen integriert, was wir jetzt ja auch ein bisschen gelesen haben, neue Newsrooms und so weiter. Das bedeutet eine völlig neue Form von Journalismus, ja auch von Storys. Ja. Das hatte ich aber bei Axel Springer so das Gefühl gehabt, dass die im Vergleich zu anderen Verlagshäusern da schon ein Stückchen weiter sind. Also in dieser Offenheit, aber auch, also das zum Beispiel, mein Kunde ist halt aus dem Bereich digital gewesen und hat so seinen eigenen Digitalbereich dort. Dass er aber auch in der Lage ist und dass die Leute auch kommen, das ist schon was Besonderes. Auch das Interesse da ist, von den Journalisten zu so einer Geschichte zu erscheinen. Von dem IT-Chef zu so einer Geschichte zu erscheinen, von den Sales-Leuten dabei zu sein. Das finde ich schon. Ja, weil sie auch bewegt wird und so weiter. Das hätte mir dann ein bisschen. Das war ja noch nicht dabei. Das war ja noch nicht dabei. Das war jetzt wirklich so eine digitale News-Plattform, einfach im Sinne von klassischem News-Geschäft, was da auf der Seite sein sollte. Also die anderen waren noch nicht mit dabei. Aber allein das schon, so ein Team zusammenzubekommen, ist schon ganz gut. Ich würde sagen, ziemlich klasse. Bei dem Projekt, ja. Die waren da nicht mit dabei. Das war noch kurz bevor sie überhaupt mit der Bundesliga angefangen haben. Das ist noch im letzten Jahr gewesen, das Projekt. Noch Fragen? Da! Ich habe eine Frage zum Geschäft. Wie sichert man sich da ab als Unternehmen, wenn man sowas anbietet? Also Verträge, ich fange mal bei den Kreativen an. Das sind ja jetzt eigentlich alles freie. Mir war es aber so auch wichtig, eine gewisse Bindung zu bekommen. Also ich gehe mit jedem, der bei uns da ist, in der Regel durch so einen längeren Prozess. Der kann schon mal bis zu 3-4 Monate dauern, kann auch mal eine Woche dauern, wenn ich gerade die Expertise unbedingt brauche. Aber diesen Prozess, da versucht man halt so abzuklopfen, was gemeinsame Visionen angeht von dem Geschäft, was den Prozess angeht. Und am Ende steht bei uns immer die Unterschrift unter einem Rahmenvertrag. Also ein Rahmenvertrag, der so Non-Disclosure Agreements, also Vertraulichkeitsvereinbarungen beinhaltet. Für mich auch wichtig, Non-Competition Agreement, dass wenn ich jemanden in ein Unternehmen reinbringe, er nicht auf einmal den Kunden wegnimmt und dann das Geschäft mit ihm selber macht. Und dann halt noch so ein paar Punkte, wie man bezahlt, wann man bezahlt, für was, dass man die Rechte bekommt an den ganzen Arbeiten. Also das machen wir schon alles am Anfang. Und das ist für den einen oder anderen Kreativen gar nicht so einfach, sowas zu unterschreiben. Die sind dann auch nicht bei uns. Beim Kunden ist es so, dass man versucht, man ist eigentlich so in den letzten Jahren auch oft dazu übergegangen, dass man versucht, nicht mehr auf Tagesbasis oder Tageshonorare zu bezahlen, sondern versucht meistens so einen Scope abzurechnen. Und da bin ich so ein bisschen in dem Dilemma, weil ich mit meinen Leuten schon noch, also das merke ich auch bei vielen immer so dieses Tages, wie viele Tage brauchst du mich denn? Oder wann brauchst du mich denn habe, dass ich da so ein bisschen ja, auf meine Erfahrung einfach bauen muss, die ich mir voraufgebaut habe, dass ich einschätzen kann, wie lange ich ungefähr die Leute brauche, aber schon auch versuche, mit dem Kunden dann so einen festen Preis abzumachen, um auch so eine gewisse Sicherheit zu haben. Ja, eigentlich schon. Weil wir besprechen ja, also wir gehen, wenn wir, also die Preise machen wir dann fest, nachdem wir das Briefing hatten und durch diese Manifesto-Phase durchgegangen sind. Das ist dann in dem Moment, wo wir uns überlegt haben, welche Expertisen, welchen Prozess, welchen Charakter gibst du dem Ganzen und wie oft kommst du zusammen und wann kommst du zusammen. Und dann kannst du das schon relativ gut rechnen. Macht man dann auch sowas wie
Ja, also bei uns müssen Sie alle am Ende sagen, was ist gut gelaufen, was können wir besser machen, was ist schlecht gelaufen. Das ist Teil der Vereinbarung. Die Leute bekommen dann nochmal eine Projektvereinbarung, wo dann nochmal besondere Gegebenheiten drin sind, wie also jeder Kunde hat seine eigenen Vertraulichkeitsvereinbarungen. Der eine will dann $50.000 haben, wenn du dagegen verstößt als Vertragsstrafe, Konventionalstrafe, der andere nicht. Und das schreiben wir dann halt nochmal in so eine Projektvereinbarung mit rein. Und da steht aber auch drin, dass sie am Ende entsprechend dieses qualitative Feedback geben müssen. Der Kunde? Nee, der Kreative. Für den Kunden machen wir dann meistens dann nochmal so ein Survey, wo wir auch bestimmte Punkte einfach so abfragen. Wo er uns dann auf so einer Skala von 1 bis, was haben wir, 1 bis 5 oder 1 bis 6? Weiß gar nicht mehr, 1 bis 5, ne? 1 bis 5 dann immer denen sagen, bewertet uns doch bitte. Und das machen wir dann aber auch nochmal auf großen Projekten mit den Kreativen und legen das dann auch gerne mal so nebeneinander, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie sehen die das? Und wo oder wie findet ihr diese ganzen interessanten Kontakte? Also gibt es da schon ein Netzwerk oder wie geht ihr damit zu? Du meinst jetzt die kreativen Experten? Ja, genau, also es fing alles eigentlich mal so ein bisschen mit den Leuten an, die ich mal so kennengelernt habe. Und ich hatte am Anfang diesen Musiker und dann halt so jemand, der mal der Kreativdirektor von den Designhotels gewesen ist. Und dann fängst du an, dieses Modell zu besprechen. Und nach wirst du dann wieder empfohlen, beziehungsweise bringen die ihre Leute mal rein, unterhält sich mit denen und das entwickelt sich dann zu so einem großen, ja, zu so einem großen Netzwerk, wie es heute ist. Das ist eigentlich mehr so eine Mund-zu-Mund-Propaganda und in dem Moment, wo du halt mal eine Expertise suchst, fragst du, kennt ihr jemanden, der sich mit dem oder dem auskennt? Ja? Ist eigentlich global oder auch europaweit schon Konkurrenz? Ja, also es gibt viele, die so ein ähnliches Modell oder so in dieser Art zusammenarbeiten. Also jemand, der vielleicht ein bisschen fester mit Kreativen arbeitet, ist so Sid Lee. Habt ihr das schon mal gehört? Sid Lee ist die Agentur von Adidas. Die haben auch sehr stark aus dieser Thematik heraus gearbeitet. Wir wollen halt mit den Kreativen direkt zusammenarbeiten. Bei uns kommen halt auch die Fashion Designer und so weiter zusammen und entwickeln was Neues. Das ist so vielleicht im Kreativbereich so das Thema. Ich würde sagen, die sind so ein bisschen weiter. Dann gibt es beispielsweise Gin Lane Media, die sind in New York, die haben auch so für Stella McCartney einiges gemacht, das sind ehemalige Skater, die mal so angefangen haben, Webseiten zu programmieren und dann halt über die Kreativen, die es dann bei denen gab, immer das Größere aufgebaut haben. Und so gibt es überall so einzelne, ich würde sagen, so einzelne Leute, die das so versuchen. Und also wenn du mich fragst, ich glaube, dass dieses klassische Modell, so wie es heute existiert, dafür gut ist, um kreatives, um den kreativen Prozess zu steuern, aber nicht um große Ideen zu entwickeln. Heißt, ich glaube daran, dass so eine Agenturgruppe wie McCann in der Zukunft viel mehr so eine Art Agency of Record sein wird. Es wird die sein, die ganzen verschiedenen Werbemittel bei sich hat und wenn ich jetzt mal einen Deckenhänger brauche, rufe ich da an. Mach mir doch mal aus der einen Einzelanzeige in der Bild, mach mir doch da mal bitte den Deckenhänger draus. Ich glaube, das wird so in die Aufgaben gehen. Weil so alles, was so ein bisschen diese Flexibilität, diese Agilität hat, so ein großer Konzern gar nicht mitbringen kann. Und ich glaube, dass es dann mehr und mehr so Player geben wird, die mehr sich auf kreatives Management konzentrieren. Halt immer wieder diesen agilen Prozess mit sich bringen, interessante Menschen zusammenbringen und dann halt so Expertisen wie beispielsweise Strategie und Creative Management aber im Haus haben. Also ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dadurch, dass nicht nur die Agenturen, sondern auch das Bild auch der Unternehmen, wie sie aufgestellt sind. Und dann haben wir den klassischen Brand Manager, dann haben wir den Digital Manager, dann haben wir den PR-Menschen. So, das heißt, das ist ja sehr stark im Kasten gedacht. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Unternehmen sich entscheiden, auch inhaltlich PR mit digital zusammenzuarbeiten und auch den Brandmanager mit reinzunehmen und im Zweifelsfall den IT-Experten noch zusammen, dann spiegelt sich das natürlich auch auf der Agenturlandschaft. Weil solange der Kunde, sage ich jetzt mal so, noch aufgestellt ist, dass er Einzeldisziplinen hat, die nicht miteinander zusammenarbeiten, im Zweifelsfall, ne, ich kenne schon Agenturen wie bei Jungformat, ne, wenn man auf Mercedes gearbeitet hat, war schon immer, die Lead-Agentur ist die Klassik. Ne? Wo wir immer gesagt haben, ja toll, die Lead-Agentur ist die Klassik, ja? Die digitalen,
meinem Bereich, ja, muss aber schon ein Dreivierteljahr vorher mit dem gleichen Modell in Detroit, ja, einen großen Online-Aufschlag machen. Ja. Und die Klassik dödelt immer noch darum, sage ich jetzt mal, zu entscheiden, ob rosa oder dunkelrosa gemacht wird. So, und das funktioniert natürlich strategisch und deshalb ist das ja auch hier sehr interessant von den Prozessen gar nicht mehr. Ja? Weil ich kann ja nicht warten, bis die entscheiden, ob dunkelrosa ist, wenn ich schon längst die Website für Weihnachten hochgeladen habe und die in Detroit alle auf den neuen GSH gucken. So, das heißt, es hat natürlich auch einen sehr, sehr starken Prozessmanagement-Hintergrund, ja, bis die Mühlen sich da so bewegt haben, dass die Unternehmen sich intern auch anders aufstellen und intern auch anders briefen. Das dauert so seine 5 bis 10 Jahre. Ja, mein ehemaliger Mitarbeiter ist ja immer dann sehr schnell und bei denen merkt man schon, dass es jetzt diese Fragmentierung im Kommunikationsgeschäft da nicht mehr gibt. Also die haben jetzt zum Beispiel noch Content Manager und die haben nicht mehr den Digitalen, der da sitzt und der die Kreativagentur macht. Wir waren ja damals, als ich da angefangen habe, 2004, auch noch 15 Leute, verschiedenste Disziplinen, die in einer Abteilung saßen. Und dass das auch halt ein bisschen dauert, bis wir dann alle mal uns geeinigt haben, ist auch klar. Aber heute haben die halt Content Manager. Es gibt ein Buch, ich habe jetzt den Autor vergessen, das Buch heißt Brand Gap. Das ist so ein, kennt ihr das? Brand Gap. Ich finde es ganz spannend, weil es so sehr komprimiert einfach mal erzählt, wie für gutes Marketing funktioniert. Und da wird auch über eine Rolle gesprochen, nämlich den, der zukünftig mehr so der Kreative oder der CEO für die kreative Markenführung ist in Unternehmen. Und ich glaube, da geht es auch so hin, dass du immer mehr auch Leute haben wirst, dieses Verständnis für eine Markenwelt-Inszenierung im Unternehmen da als Generalisten dann mitbringen. Und dann kannst du natürlich mit so einem Modell gut ansetzen, weil dann sagst du, ich bringe dir immer die du jetzt brauchst. Und nicht immer das andere. So, und dann ist die Job-Description nicht mehr da. Und wir sehen es ja auch bei allen Nachwuchskreativen, die kommen. Früher, bist du ein Klassiker oder bist du ein Digitaler? So, ja, aber die typische, ne? Der eine konnte das nicht, der andere konnte das nicht. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch neue Generationen, die gar nicht darüber nachdenken, ist das jetzt Klassik oder ist das digital? Sondern da steht die Innovation, die Idee im Mittelpunkt, ob ich nachher einen Deckenhänger da rausknall oder eine innovative Viral-Kampagne geschaffen habe oder ob das ein Hausbrot oder sonst was ist, da denkt man gar nicht mehr dran. Das heißt, ich glaube, dass verschiedene Ebenen auch vom Mindset sich komplett verändern müssen, ja, und die sicherlich auch das verändern. Ich glaube, dass große Agenturen das sicherlich auch forcieren. Ne? Ich weiß es bei Jung Format, weil ich mich irgendwie vor ein paar Wochen mit Jung Format getroffen habe und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass sie sich komplett zurückgezogen haben aus den ganzen Ranking-Geschichten, ne? Wie viele Punkte kriege ich und so weiter und so fort, weil die natürlich über Jahre hinweg Millionen investiert haben, ja, um Punkte zu kriegen. Und die haben gesagt, wir verzichten auf alles und wir nehmen das ganze Geld und machen eine eigene Akademie, um junge Nachwuchsleute auszubilden, die eben halt nicht mehr in Kasten denken. So, das heißt, das Geld wird dann eben halt so investiert, dass man sagt, man weiß, man muss was ändern, ne? Die Unternehmen sind noch nicht so weit, aber ich weiß, dass ich da anfangen muss und auch einen Change machen. Eine Sache, die... Ich glaube, die haben dazu, dass auch in der Industrie selbst, jetzt mal von Coca-Cola, abgesehen, wie weit ihre Flaschen füllen werden, pariert man ja zu einer Stückproduktion, also zur Einzelproduktion. Ne? Und dann kannst du natürlich mit so einem Baukasten nicht mehr anfangen. Ja. Das heißt, es ist ja eine Wechselwirkung zwischen einer zu wenig überregulierten Produktion, braucht natürlich auch eine jeweils abgestimmte Kampagne. Ja. Vielleicht noch zwei Gedanken, weil eine Sache hat mich noch auf was gebracht, was du sagst, von wegen mit dieser Klassik und in Detroit und so weiter. Also das ist eigentlich das, was wir versuchen auch den Kunden immer zu erklären, wenn man jetzt so eine Analogie finden will für das, was wir machen, ist vielleicht eine Analogie zu finden mit allem Respekt zwischen Theater und Film. Also Theater, was oft mit so dem einen Ensemble arbeitet, was heute mal vielleicht eine Romanze spielt, nächste Woche ein Drama und in 3 Wochen dann, weiß ich nicht, was gibt's da noch? Komödie, danke. Und der Filmindustrie, wo du ja immer wieder versuchst, für den einen Film das perfekte Team zu finden. Das ist so ein bisschen das, was wir versuchen zu machen. Und das andere bezüglich der Ausbildung von neuen Kreativen. Ich glaube, was du zukünftig als Kreativer einfach noch viel mehr leisten musst oder in dieser Kreativbranche leisten musst, ist nicht nur deine eigenen Ideen wirklich zu haben, sondern Inspirationsquellen zu finden. Leute zu finden, die halt gerade das neue Wein programmieren und mit denen dich auseinanderzusetzen, um dann wirklich starke Konzepte zu bringen. Ich glaube, dahin geht das halt. Ich glaube, die Kreativität ist da, hat sich auch ein bisschen
insgesamt, glaube ich, verändert, weil ich sehe es einfach unterschiedlich. Ne? Wenn ich mit einem kreativen Direktor 50, 60 ist, der funktioniert anders als nur ein 22-, 23-Jähriger, weil wir sind ja auch in einer digitalen Welt oder wir sind in einer digitalen Copy-and-Paste-Welt. Ja? Der erzählt mir als erstes erstmal 10 Minuten, was für geile Sachen da draußen rumschwirren. Ja? Das ist für den die Inspirationsquelle. Und Kreativität war früher, lasst mich alle in Ruhe, ich mache meinen Raum zu, setze mich da rein und dann. Und im 7. Jahr machen sie Vertical. Ich bin spätestens auf der Toilette oder was der Teufel war, mir die Idee gekommen ist. So. Und ich glaube einfach, dass wir in unterschiedlichen Welten mittlerweile auch leben, weil die jungen Kreativen ad hoc, ja, mir 40 Sachen weltweit sagen können, das funktioniert da gut. Und dieses Lernen, auch das, was Sie als Studenten ja ganz anders haben, ja, weil Sie natürlich am Anfang nicht viel Copy und Paste machen können. Ja? Das heißt, die Abstraktion, etwas, was wir woanders gesehen haben, zu nehmen und das umzusetzen, ob das auf etwas Neues passt oder auf eine andere Situation passt, das wird zukünftig viel, viel stärker werden, weil wir innerhalb von Sekunden schnell gucken können, was in Japan passiert. Ja? Früher, in Anführungsstrichen, mussten wir ganz lange darüber lesen, bis wir wussten, was in Japan passiert. Ja? Und wir konnten uns auch nichts angucken. Ja? Das heißt, Art von Kreativität ist, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise natürlich aufgrund der Digitalisierung auch ein bisschen anders geworden. Aber absolut. Dementsprechend, also nicht schlechter, ja, aber eben halt komplett anders. Und interessanter dementsprechend. Und schnelllebiger. Und agiler, ne? Das ist jetzt Wandlungsurteil der Agilität praktisch jetzt aktuell. Ja, und ich glaube, Agilität bedeutet eben halt, wahnsinnig schnell zu antizipieren, was da passiert. Ne? Wenn man das sieht, ja, wir leben ja in einer so wahnsinnigen Schnelllebigkeit, dass diese Produkttypen so schnell werden. Ja, immer gerade, wenn man das neue Handy hat, hat man das Gefühl, man ist schon ganz weit hinten. Ja? Weil jetzt muss man mit dem Daumen draufhalten oder wie auch immer. So, das heißt, diese Zyklen gehen natürlich auch immer schneller. Das heißt, diese Masse an Informationen in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten und zu abstrahieren, wird ein Wettbewerbsvorteil sein. Schnell etwas zu entdecken, zu kennen, das zu abstrahieren, umzusetzen, fertig zu machen. Ja, das ist ein ganz anderer Durchlaufkosten als so früher, oh, ich habe da mal eine Idee. Und die Unternehmen haben es ja gezeigt, dass halt, du kommst an deine Grenzen. Also die letzten 20 Jahre waren ja davon gekennzeichnet, dass immer mehr Fragmentierung stattgefunden hat. Dass es nicht mehr der Werbespot allein gereicht hat, sondern du auf einmal in den 2010 oder 15 Kanäle bespielen musstest. Und das haben sie versucht zu beantworten, indem sie immer größere Prozesse aufgebaut haben, Leitideen zu formulieren, die, wonach dann alle arbeiten sollten. Das führt dazu, dass es zu lange dauert. Die Antwort ist, kann nur Agilität sein. Kann nur schneller sein, so, weil die nächste technologische Idee ist auch schon wieder da. Ne, bis der Vorstand Facebook verstanden hat, ne, weil seine Frau auf Facebook drauf ist. Ja. Er sagt, der nächste Schritt ist Facebook. Ja. Da sind alle über 50 ja. drin. Und sein Sohn schon wieder raus ist, weil seine Frau nämlich auf Facebook ist, der Sohn nicht mehr drauf sein will. Ja, genau. So, dann bist du an der Zielgruppe gerade schon wieder richtig vorbeigeschrubbelt. Ne? Also, man muss denken. Ich meine, wir sehen es ja auch selbst jetzt an sich. Ne? Google ist ja noch sozusagen alles in einem Konzern. Ne? Das ist endlich, der sagt die Map und da heißt es Suche und so weiter. Ne? Und wenn du Facebook, vergleichbar, ist völlig dezentral. Hier hast du einen Kasten, schmeißt rein, was du willst. Ja. Und jeder macht das und sucht dich dann darauf an den Bauch. Also jetzt seit der Netzwerk insgesamt. Das heißt, innerhalb dieser 12 Jahre, ich meine, Google Ende der 90er, Anfang 2000, das ist eine ganz klassische, wir sagen, was wir machen können, jetzt genau umgekehrt. Du schmeißt rein und wir schauen mal, wie wir da was auch immer unterbringen können. Und natürlich alles vernetzt. Ja, und die Medien lösen sich eh auf, ja. Weil was ist Fernsehen? Ist jetzt Fernsehen, wenn wir einen Stream YouTube-mäßig downloaden und der 19 Minuten lang ist? Ist das jetzt auch Fernsehen oder ist das Fernsehen, wenn ich am Fernseher sitze und mir das angucke? Ja? Was ist Radio? Ist das jetzt ein Stream? Ist das, oder was ist das? So, das heißt, wir haben auch eine komplette Auflösung der Begriffsdefinition für die ganzen Medienbereiche. Ja? Komplett. So. Weil dann ist es nicht mehr Fernsehen. Na, nur weil ich es online gucke, ist es nicht mehr Fernsehen. Kann ich sonst noch irgendwelche Fragen beantworten?
Keine. 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 Da. Du hattest vorhin gesagt, dass wir 37 Leute in den internationalen Stadt, also Europa. Ja. Da hat es bewusst gewählt, dass ihr quasi über verschiedene Zeitzonen zusammenarbeitet und dadurch schneller effizienter arbeiten könnt, oder ist es eher organisch gewachsen. Ja, wie ist es eigentlich gewachsen? Also eigentlich ist es gewachsen, weil wir wollten bestimmte Expertisen einfach haben. Wir wollten immer zu bestimmten Zeitpunkten, also es ist ganz am Anfang gewachsen, weil ich war eine Zeit lang in London für meinen letzten Arbeitgeber, habe da ein paar Leute kennengelernt, habe dort mit Leuten gearbeitet und dann halt hier in Deutschland mit Leuten gearbeitet. Dadurch kam schon mal diese Teilung auf. Aber es ist dann, doch, es ist vielleicht organisch gewachsen, weil diese Empfehlung, also dann von den Londoner Leuten kamen ein paar mehr Londoner Leute dazu, jetzt hier in Berlin kamen hier ein paar mehr dazu, in Italien sind die Leute dazu gekommen, weil ich eine Partnerin fast habe, die auf jedem Projekt mit dabei gewesen ist, die aus Mailand kommt. Also so hat sich das ein bisschen mehr entwickelt. Und für uns war das eigentlich kein Problem, weil wir auch immer überlegt haben, wir wollten ganz gerne so auch dieses virtuelle Team aufbauen. Wir wollten eigentlich immer noch den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie nicht wegen des Projekts ihren Ort wechseln müssen, sondern einfach, dass wir versuchen, die beste Expertise mal an den Tisch zu bekommen. Wir machen dann halt sehr viel über Skype. Wir machen ganz viele Konferenzen über Skype, auch mit den Kunden mittlerweile. Man wird sich wundern, dass man auch mit Red Bull oder mit dem neuen Kunden von uns in London ohne Probleme Konferenzen auf Skype machen kann, wo sie überhaupt keine Ängste mehr haben. Und dann haben wir für das Projektmanagement eine digitale Plattform. Also in unserem Fall haben wir uns 5, 6 verschiedene Sachen angesehen, haben jetzt eins genutzt oder gekauft, das nennt sich Teamwork PM. Lässt sich perfekt nutzen, um Dateien, Files zu sharen, Kommentare zu schreiben, wie fast in so einem Blog oder so auf einer Facebook-Seite. Und darüber lässt sich sehr gut arbeiten. Es bedingt aber immer noch, dass wir uns zumindest einmal im Jahr treffen zum Neujahrsempfang. Dass wir uns dann alle sehen. Damit die 90 auch untereinander kennenlernen. Kommt es ständig mir, also virtuelle Teams, bringt sicherlich auch Erfolg, Herausforderungen jetzt, gerade wenn du nicht mal eben schon rübergehen kannst. Ja. Also, es braucht so einen gewissen Typus. Also A braucht so einen gewissen Typus, der erstmal für Qualität steht. Weil du kannst da nicht rübergehen oder so eine Qualitätssicherung zu machen. Also wenn du ihm sagst, das brauchen wir, dann musst du wissen, dass am Ende das auch rauskommt. Das Zweite ist, die müssen alle irgendwie auch so ein bisschen, man hätte vor 10 Jahren noch gesagt, Techies sein. Also sind Leute, wenn sie den Rechner hochfahren, dann läuft automatisch Skype hoch, dann läuft automatisch alles andere, was du so an Kommunikationstools hast, hoch und dann gucken sie erstmal in ihren sozialen Netzwerken, wer dann was geschrieben hat am Morgen. Also auch das ist eine gewisse Anforderung. Also wir sind schon sehr relativ stark miteinander vernetzt. Wir hatten auch letztens irgendeinen, den wir nicht erreichen konnten. Also, aber ansonsten haben wir eigentlich Leute, sind wir immer sofort dran. Es gibt aber so ein oder zwei, wo wir das auch merken. Ne? Aber vom Großteil ist es so. Und das ermöglicht dann halt auch dieses schnelle Zugreifen. Und du musst dich halt daran gewöhnen, dass du dann nicht einfach erwarten kannst, wenn du auch mit so einem freien Team arbeitest, ich brauche das jetzt. Das muss jetzt sofort da sein. Sondern muss auch einfach so ein bisschen das im Flow bleiben. Aber jetzt, bei dem Punkt, wer ist bei der Zielgruppe eigentlich? Also jetzt hat jedes Projekt seine eigene Zielgruppe. Aber, ja. Also besonders Unternehmen, die momentan so mit der Komplexität hadern. Also wir gehen sehr stark an internationale Unternehmen ran. Internationale Unternehmen, die in verschiedenen Märkten operieren, weil da haben wir eine gute Möglichkeit, über das Thema Zielgruppe, Understanding, Insights reinzukommen. Komplexität aber auch, wenn es mal darum geht, ich möchte mal nicht meinen Stage-and-Gate-Prozess durchführen, der mich mindestens 6 bis 9 Monate dauert, sondern ich brauche mal eine Alternative, wo ich mal schneller zum Prototypen komme, die ich ganz schnell testen kann. Also alle, die so ein bisschen diese, ich will es mal anders machen, ich muss es mal anders machen, ich brauche mal eine schnellere Lösung. Das ist die eine Zielgruppe. Die andere Zielgruppe ist ja die Gruppe, die ihr dann am Ende ansprechen wollt. Gibt es da auch spezielle Vorstellungen? Von den Zielgruppen, die wir also jetzt als Konsumenten dann praktisch. Nein. Das ist auch klar, irgendjemand hatte mich dann Challenges gefragt vorhin. Das ist aber auch eine von den Challenges, die ich dazu noch merke, dass
uns die Leute immer noch, also gerade wenn ich jetzt so bei Unternehmen reingehe, die noch so sehr tradiert denken, in so eine Schublade packen wollen. Das fängt irgendwo an, seid ihr eine Digitalagentur, eine Kreativagentur, was seid ihr eigentlich? Bis hin, dass ihr uns nur für ein spezielles Thema oder für eine spezielle Aufgabe positionieren wollen. Die Frage ist, das Produkt, was ihr in irgendeiner Weise bewerbt, ja. Gibt es da Zielgruppen, an die sich diese Produkte letztendlich spezifisch wenden oder geht es wirklich von 10 bis 80? Ja, das geht von 10 bis 80. Also auch da will ich mich auch gar nicht festlegen. Also auch dann auch wiederum gegen Unternehmen. Wir sind keine Jugendmarketingagenturen, wir sind aber auch nicht die für die Best Ager. Weil bei uns die Philosophie, die wir einfach haben, ist zu sagen, wir wollen immer wieder das beste Team haben. Und da finde ich immer wieder eine Kombination, die interessant genug ist, eine schöne Antwort, eine interessante Antwort auf die Aufgabe zu stellen, aber auch Leute zusammenbringen, die schon mal auf diese Zielgruppen gearbeitet haben. Wir haben halt Experten, die aus dem Retail-Bereich kommen, die sowohl für FMCG, also so Coke und Seife und was auch immer gearbeitet haben, bis hin zu Leute, die den Shop von Mandarina Duck in Moskau designt haben. Also das ist im Retail-Bereich auch unglaublich breit. Und das wollen wir auch irgendwie nicht. Das ist auch so ein bisschen die Challenge. Weil die müssen eher unser Konzept kaufen, als jetzt so ein Fokus. Ja, danke auch. Gut. Bitteschön. Schönen Abend dann. Jedenfalls. Danke.